Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Ich möchte mit euch heute die Look Fantastic Beauty Abo Box von dem Monat November unboxen. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee, Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Und was sage ich dann noch? Viel Spaß beim Zuschauen. Ob ich nichts anhabe, aber ich habe was an. Also ich habe euch heute richtig schön schick für euch gemacht. Ich möchte mit euch heute gerne die Look Fantastic Beauty Abo Box unboxen und ich befürchte ganz Schlimmes. Aber das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist und dir dieser Kanal gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Es laufen momentan wieder Verlosungen, es kommen mehr, Weihnachten naht, also macht einfach mit. Und wenn ihr schon gewonnen habt, einfach nochmal mitmachen. So, also, wir haben unsere Lieblingswurfbox. Und ich habe schon ein Unboxing gesehen und ich würde mir wünschen, ich hätte es nicht gesehen. Weil ihr wisst, ich mag ja diese Wurfbox nicht so. Einfach mal in die Kiste geschmissen. Aber was ist denn die Look Fantastic Beauty Abo Box? Wir haben hier eine englische Beauty Abo Box. Ab 17 Euro kannst du sie erwerben. Es gibt immer wieder Rabattcodes. Wenn ich welche habe, tue ich die euch unten immer in die Infobox. Schaut da mal rein. Und jetzt öffnen wir erstmal diesen Karton mit dieser Kindersicherung. Den ich jedes Mal nicht aufkriege. Ich hasse diesen Karton. Ich finde den furchtbar. Das ist so... Nee... Das Feeling ist schon Gacke. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, was das soll. Ich finde es einfach nur schrecklich. Das nimmt mir sozusagen das Unboxing-Freude-Erlebnis. Und dann haben wir... Da-da-da-da! Muss ich dazu noch was sagen? Hui. Wir hatten doch im letzten Monat einen Karton. Einen schönen Karton. Und jetzt haben wir wieder alles reingeschmissen. Was soll das? Also, verstehe das Konzept nicht. Finde ich doof. Finde ich nicht schön. Ja, aber ist egal. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, die Produkte. Wir haben im Normalfall auch immer einen... Ja, den haben sie gar nicht reingeschmissen. Die haben nicht mal den Zettel für einen QR-Code reingeschmissen. Also... Liebloser geht es gar nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Aber es wurscht, ich tue mir den QR-Code sowieso niemals runterladen. Das erste Produkt weiß ich noch nicht. Das habe ich in der Werbung gesehen. Habe ich gedacht, oh, das ist aber schön. Ich werde es behalten, weil auch ich habe drei Haare auf dem Kopf. Neue Erfahrung. Ich hoffe, euch gefällt es. und zwar habe ich in der Werbung auf Instagram dieses Produkt gesehen. Und zwar von Soecho. Eine Haarspange, die ist ein bisschen ja, angeraut, würde ich jetzt nicht sagen. Die hat so ein andere, ja, es fässt sich ein bisschen anders an und da sollen tatsächlich die Haare nicht so durchrutschen. Wenn ich die bei mir reinmache, also seht ihr, was ich für kleine Haarspangen drin habe, dann habe ich wahrscheinlich nur eine Spange auf dem Kopf und nichts anderes. Aber ich finde sie sehr schön und wie gesagt, die Werbung hat mich schon überzeugt, dass ich mir gedacht habe, gut, wenn das wirklich hält, finde ich die gut. Und ganz ehrlich, ich bin froh, wenn solche Sachen mal wieder in den Boxen drin ist, weil ich habe mir echt über die letzten Jahre immer meine Haarspangen selber kaufen müssen. Fand ich jetzt doof. Ich möchte sowas auch in den Boxen haben. Also das Produkt ist ein Highlight. Genauso wie das nächste und das werde ich dann gleich anmachen. Wisst ihr, was das ist? Oh, das, also ich finde, das passt schon zu meiner Haarfarbe. Gell? Das ist eine Kerze, eine Ritual-Kerze. Und die sind, meine ich, auch immer in den Adventskalendern drin von der Größe. Und zwar Ritual of Sakura. Ich finde das sehr schön. Ich würde mir aber wünschen, dass auch wieder größere Kerzen, vermehrt Kerzen jetzt zur Weihnachtszeit dann in den Boxen drin sind. Aber ich weiß, dass die auch schon, ich glaube, 10 Euro kosten. Also die sind nicht günstig oder 5. Ich kann es euch jetzt nicht sagen. Riecht sehr angenehm. Wir waren ja letztens in Ingolstadt Village im
Rituals Shop und selbst mein Mann war begeistert und hat gesagt, oh, da gibt es schöne Sachen. Ich habe ihn da sehr angefixt, muss ich sagen. Aber ich habe dann gesagt, das ist so teuer. Wir kaufen da jetzt nichts, weil er hatte ja Geburtstag und ich habe schon was gekauft. Also, dass das Produkt drin ist, finde ich sehr schön, gefällt mir richtig gut. Werde ich nachher gleich hier anmachen auf meinem Schreibtisch, weil ich liebe sowas. Das nächste Produkt ist für mich eine Probegröße, die da jetzt echt nichts zu tun hat für eine Beauty-Abo-Box. Das Produkt selber finde ich jetzt nicht schlecht. Wir kennen das und zwar haben wir einen Cleanser. Aber Cetaphil, finde ich, gehört in eine Apothekenbox. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, weil natürlich, wenn jemand Hautprobleme hat, der braucht auch ein Reinigungsprodukt, dann passt es wieder. Aber ich finde halt, oh, da freue ich mich jetzt einfach nicht drauf. Ich werde es ausprobieren, aber da freue ich mich jetzt nicht. Und die Größe ist für mich einfach so zum Zusatzgoodie. Also das ist für mich keins, wo ich sage, ein Produkt, wo ich mich einfach freue. Das nächste Produkt, meine ich, hatten wir schon mal und zwar von der Firma Fab Radiance Pads. Also das sind im Endeffekt so die Pads, die du dir übers Gesicht streichst und dieses kannst du auf und zu machen. Das waren 10 Stück, hatten wir auch schon und das finde ich halt auch zu wenig für eine Abo-Box. Das hat seinen Wert, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde, das ist alles zu klein. Also wir kennen das ja von der Look Fantastic Box, dass wir hauptsächlich Probegrößen haben. Aber das ist so klein, dass ich sage, das ist so ein Goodie bei Douglas, das ist so ein Goodie bei einer Apothekenbox, finde ich nicht schön. Gefällt mir tatsächlich nicht. So, was haben wir denn dann? Ein Leave-In Scalp Treatment. Okay, das finde ich jetzt wieder gut. Von Hairgain habe ich auch noch nie gesehen, kenne ich auch nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt ein Produkt ist, was ich jetzt nehmen möchte. Mit Hitzeschutz wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ja, wir werden es probieren. 50 ml optisch finde ich es sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Das ist für mich ein Produkt, was in einer Beautybox was zu suchen hat. Und das letzte ist von, ja, Nude Sticks. Taub ist die Farbe. Das ist nicht von NYX. Ich kann euch das nicht sagen. Sticks, Nude Sticks. Magnetic Eye Color. Okay. Der geht mal weiter. Das ist im Endeffekt ein Augen. So ein Lidschattenstift, würde ich jetzt mal sagen. Made in Germany. Aber ich kann euch nicht sagen, wie die Marke heißt. Nude Sticks. Magnetic Matte Eye Color. Okay, also schönes Produkt, gefällt mir sehr gut, würde ich auch tragen, habe aber momentan so viel auf. Ich werde auch meine Lidschattenpaletten mal demnächst ein bisschen ausmisten, weil da viele schon seit Jahren auf sind. Ich aber trotzdem noch verwende, aber dann brauche ich solche Produkte einfach nicht ins Backup tun. Und das war die Box. Also den Eyeliner Nude Stick, schön. Cleanser, naja, Radiant Pens, Pads, ja, okay, Top-Produkt, sehr schön, Top-Produkt und ein schönes Produkt. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn das jetzt die 3 Teile gewesen wären für mich in der Box, bin ich zufrieden, also kann man eigentlich nicht meckern. Das Unboxing, was ich gesehen habe, da hatte ich irgendwie so eine andere Einstellung in der, aber das ist schon in Ordnung. Aber trotzdem habe ich die Box diesen Monat nicht um, auch wenn da Produkte dabei sind, die schön sind. Ich finde es gut, kann es aber momentan noch nicht tragen, das heißt, es geht ins Backup und eigentlich werde ich nur dieses erstmal benutzen und dafür ist mir auch 17 Euro zu viel Geld. Wo ich mir denke, wenn da zu viele Produkte drin sind, die ich dann einfach nicht nehme, mi. Und dann dieses Unboxing von diesem Wurfkarton finde ich so schrecklich. Das macht einfach keinen Spaß. Also, liebes Look Fantastic Team oder diejenigen, die die Box befüllen, macht's bitte wieder eine Box. Thema Nachhaltigkeit hin oder her. Wenn der Kunde kein Erlebnis im Unboxing hat, nee. Also bitte ändert das wieder. Diese Öko-Kartons, so gut wie sie vielleicht sind von der Idee, finde ich einfach nur grausam. Das macht keinen Spaß. Da kann ich auch bei Douglas was bestellen. Bestellen wir da noch eine Geschenkverpackung, habe mehr, mehr Freude beim Öffnen der Produkte wie das jetzt. Aber die Produkte sind solide, kann man nichts sagen. Ja, wie findet ihr die Box? Was findet ihr an diesem Wurfkarton?
Würdet ihr sagen, sie sollen einfach darauf verzichten und wieder eine Box reinmachen? Oder sagt sie, ja, Thema Nachhaltigkeit ist halt einfach ein Vorreiter, ist halt Thema in unserem Jahrhundert irgendwo, auch wenn es richtig ist, aber nee, das will ich einfach nicht auf Dauer. Das gucke ich mir jetzt noch die nächsten Monate an und ansonsten muss die Box leider verschwinden aus meinen abonnierten Boxen, weil das möchte ich mir auf Dauer nicht antun. Dann nehme ich lieber eine andere, wo mein Feeling beim Unboxing einfach schöner ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und was sage ich dann? Wie immer, bleibt so schön gesund. Alles Liebe, eure Heike.